Da haben wir eine mürrisch dreinblickende, wobei man könnte auch in der heutigen Zeit sagen, entweder eine mürrisch dreinblickende Dame oder ein mürrisch dreinblickender Junge. Das weiß man nicht so genau und Transgender ist ja mittlerweile sowieso auch immer mehr Thema. Wir kommen ja sicherlich demnächst auch, wenn wir über das Album von Anoni reden, da drauf. Aber das ist erst im kommenden Monat ein Thema. Anoni, sag mal was. Habe ich irgendwas verpasst? Nee, Anoni? Das ist Anoni. Ich sag's nur mal, ich kann's ja, damit ihr schon mal wisst, das ist Anoni. Anthony and the Johnsons hieß er früher. Oh nein. Aber er ist jetzt eine Frau und Ninja sagt okay. Oh nein. Ja, und macht, ich erinnere mich an die Stimme. Die nächste Sendung nicht da. Das ist aber erst in der nächsten Sendung. Jetzt aber hier ich zurück. Kannst du alleine machen mit Ecki dann. Zurück zu Moderat. Das ist das dritte Album von Moderat. Ich hab's gerade schon gesagt. Sie haben sich mal gegründet, sie haben sich mal kennengelernt und einfach zusammen angefangen Musik zu machen und zwar, ich muss die Namen, da muss ich nachschauen, da habe ich nicht alle im Kopf, Sascha Ring ist der Musiker, der unter dem Namen Apparat so ein bisschen elektronischen Frickelkram und aber auch mit seiner Stimme schon sehr viel gemacht hat, eher in den atmosphärischen Bereich gehend und Gernot Bronsart und Sebastian Zari sind als Modeselektor halt ja, DJs, die vor allen Dingen im Techno-Bereich aktiv waren, auch ein bisschen Glitch und diese ganzen anderen Formen mit ausprobiert haben, die es so gab im, wie heißt es so schön, Intelligent Dance Music, eine IDM-Bereich. Und die haben sich zusammengetan und haben eine Platte oder eine EP gemacht und die müssen sich grandios gefetzt haben, weil danach haben sie sich erstmal jahrelang nicht mehr angeguckt und nicht mehr zusammengearbeitet und bis überhaupt die erste Platte erscheinen konnte, ist also wirklich viel Zeit vergangen, dann haben sie sich aber doch wieder angenähert und dann hat die Band tatsächlich so eine Entwicklung genommen, das heißt die erste Platte, da haben sie noch mit relativ vielen Gastsängern gearbeitet und eben auch instrumental viel gemacht, dann haben sie auf dem zweiten Album, das vor ein paar Jahren erschienen ist, schon wesentlich mehr die Stimme von Sascha Ring verwendet, aber auch da hatte man noch so ein bisschen das Gefühl, ja, hier wachsen immer noch zwei Sachen zusammen, mal ist das eine ein bisschen stärker, mal das andere. Und ich finde tatsächlich, auf diesem Album, auf dem dritten Album, hat man jetzt das Gefühl, dieses Zusammenwachsen, dieser Prozess ist nahezu vollzogen. Wird auch dadurch deutlich, dass auf diesem Album sehr viele Stücke sind, bei denen sie wirklich wie eine Band klingen, bei denen also quasi das Gefühl, ein Track, man muss ja immer sich Fragen stellen im Bereich dieser Art von Musik, ist es mehr ein Track, ist es mehr zum Durchhören auf der Tanzfläche oder ist es ein Song, will es gehört werden zu Hause in Ruhe? Hier würde ich sagen, überwiegen tatsächlich eher die Songs und hinten raus kommen dann doch mal die instrumentalen Tracks, aber wie gesagt, die ersten 5, 6, 7, 8 Stücke sind schon sehr eindeutig Songs und ja, ich frage mal, Ecki erstmal, das ist ja nicht voll deine Richtung, aber doch eigentlich schon. Also doch eigentlich schon. Verfestigt sich irgendwie, was auf den ersten zwei Alben passiert ist. Ja. Das ist von daher ganz interessant, weil normalerweise Bands anfangen mit Songs, mhm, und Songs aufzunehmen und dann, wenn sie halt eine Zeit lang zusammen waren, das Songformat für sie ausgereizt ist, dann fangen die Brüche an. Radiohead wäre ein gutes Beispiel. Zum Beispiel, ja, genau. Ja, das stimmt. Und hier ist es genau der umgekehrte Weg. Ich mag einen Apparat sehr gerne und wenn ich jetzt die neue Moderat höre, dann denke ich schon, das geht wirklich, also Kommerz ist das falsche Wort, aber es geht wirklich in Richtung kompakter Song. Es wird oft verglichen mit den von mir sehr geschätzten Fortet und Burial. Und Ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil die halt immer es schaffen, auch das eigene Format zu brechen, auf eine interessante Art und Weise. Wohingegen ich beim Moderat das Gefühl habe, sie versuchen, ein eigenes Format jetzt zu finden und das wirklich zu definieren nach einer Zeit. Also eher eine umgekehrte Entwicklung. Das ist ganz spannend, aber ich weiß nicht, wohin das führen wird. Auf dem Album funktioniert es ganz gut. Es gibt ja auch ein Ambient-Album dazu und da konnte ich jetzt erst kurz vor der Sendung kurz reinhören. Ich denke mal, das wird für mich eventuell das Interessantere noch sein. Oder noch spannender vielleicht sein, ja. Also es gibt von der Platte ja mehrere Versionen. Es gibt eine Deluxe-Version, wo noch ein bisschen mehr drauf sind. Es gibt eben so eine 3-CD beziehungsweise auch, ich glaube, 3 oder 4 Vinyl-Editionen, da ist sind nochmal extra Tracks dabei, die so ein bisschen sehr experimentell sind, aber wie ich auch tatsächlich finde, auch sehr gelungen. Aber wir reden natürlich jetzt hier schon hauptsächlich
über das Hauptalbum gewissermaßen. Wäre das eine Musik, die dich tanzen lassen würde, Ninja? Oder würdest du sie lieber hören? Oder, oder beides nicht? So, du hast ja, ja, du hast am Anfang gesagt, das ist eine von den Supergroups. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum denn, um Gottes Willen? Naja, weil Apparat und Modeselektor beide schon Namen hatten und schon bekannt waren. Gut. Und wenn sich Künstler, die bekannt schon sind und erfolgreich sind, zusammentun, dann nennen wir das so. Nee, nennt man das so. Dann nennt die Presse das auch mal so. Okay. Nennt man das gerne Supergroup. Ja, ja. Neben mir erschließt sich das nicht so richtig, muss ich sagen. Ist also, das zu verfrickelt? Und oder? Für Tanzfläche finde ich es gar nicht geeignet. So zum Hören schon irgendwie noch, aber nee, zum Tanzen würde mich das nicht bringen. Nein. Haben schon die Wirkung, finde ich. Also, sie machen ja Sachen, also ich finde ja auch, ich habe gerade Radiohead erwähnt, es passt ganz gut. Thom Yorke ist großer Fan, glaube ich, sowohl von Apparat als auch von Modeselektor, separat tatsächlich gewesen. Aber ist es immer noch? Es würde mich jetzt nicht wundern. Nur weil sie jetzt ein bisschen kommerzieller sind, würde ich sagen, glaube ich, das durchaus. Also es ist Bassmusik, würde ich sagen. Es ist sehr basslastige Musik. Daher auch, wird auch sehr gerne der Vergleich James Blake genannt. Tiger, was sagst du denn zu dir? Ja, mich hat das persönlich jetzt nicht so sehr gekickt. Ich finde, da sind auch nicht so Brüche drin. Die habe ich nicht so gehört, sondern irgendwie für mich, für meine Ohren, das ist relativ genormter Elektropop. Mit klarer, kompakter, was Ecki schon gesagt hat, Songstruktur. Klar wird da ein bisschen gespielt, hat man im Track ja auch gehört, dass dann immer halt unter dem Elektrobeat dann eben halt auch so Drum and Bass Rhythmen mit drin sind, so verschiedene Schichten. Ja. So. Das ist auch alles sehr clever zusammen arrangiert. Das finde ich schon, aber es ist... Da sind auch tolle Ideen drin, weil ich... Aber es hebt nicht ab für mich. Ich hätte es lieber gehabt. Es gibt keinen Moment, wo es abhebt, wo ich sage, wow, das klingt. Es wäre vielleicht noch reizvoller gewesen, diese Elemente, die jetzt zusammengefügt worden sind, vielleicht noch etwas aufgebrochener, separater zu hören. Also willst du sowas, dann willst du ja eigentlich das zweite Album wieder zurück. Richtig. Auf dem ich fand es wirklich interessanter, ja. Das ein bisschen mehr nebenher, also etwas mehr nebenher war, als das hier jetzt ist. Ja. Ich finde eigentlich, mir gefällt die Verdröselung wirklich gut. Ich finde, da sind... Also ich mag das halt auch, weil es ist dadurch tatsächlich sicherlich ihr poppigstes Album durch diese Songhaftigkeit. Ich finde aber, dass diese Verfrickeleien, die zum Beispiel auch auf dem Soloalbum von Thom Yorke irgendwie sein könnten, zum Beispiel, das finde ich, das ist so intelligent und spannend und das ist so weit weg von dem. Also da würde ich zumindest insofern widersprechen, wenn du jetzt sagst, gewöhnlicher Synthie-Pop oder Elektronik. Stromlinien. Also da gibt es vieles, genormt, was jetzt heutzutage gemacht wird, was viel genormter klingt. Ja, zum Beispiel natürlich der Hausrhythmus, der klassische Hausrhythmus einfach immer genommen wird. Und das ist hier ja gar nicht der Fall. Hier wird schon sehr viel mit den rhythmischen Elementen auch gespielt. Die klingen dreckig, die werden bearbeitet. Dreckig fand ich es überhaupt nicht. Nee? Also auch nichts Gebrochenes drin, irgendwie was mich überrascht hätte. Die spielen schon damit. Also es ist eben halt nicht nur der recht eintönige Haus- oder Elektrobeat, sondern da passieren eine ganze Menge andere Geschichten. Aber die Songs an sich, wenn du das rausaddieren würdest, sind die Songs sehr, sehr... Magst du denn die Stimme? Oder ich mag ja die Stimme, tatsächlich auch relativ gerne. Ich mag generell Elektropop ja nicht so sehr. So. Ja, ich finde, es ist kein richtiger Elektropop. Also das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also wie gesagt, ich finde halt schon diese Leute wie James Blake Rye X und so, die es gibt, die so mit einer eher latent beseelten Stimme über elektronischer Musik singen, da finde ich das mag ich ganz gerne und da würde ich das auf jeden Fall einreihen. Was nicht, muss nicht jeder zustimmen. Ja, mach mal, rein mal. Danke, ein. Danke. Darf ich? Darfst du gerne machen. Von der Seite genehmigt. Also, okay. Radiohead habe ich gerne gehört, aber das assoziiere ich mit der Platte gar nicht. Ja, die mögen das klingen. Nein, diese Platte klingt nicht nach Radiohead, aber es sind schon Elemente drauf, die durchaus auch bei Radiohead so sein nicht könnten. Nicht der Stil, aber die Attitüde vielleicht. Okay. Würde ich auch schauen. Also, das ist doch experimentell, die Platte ist doch nicht experimentell. So. Ich finde sie doch, also gehen wir zum nächsten Thema. Ist doch nur Musik. Für Mainstream, dass sie tatsächlich so einen Mainstream-Erfolg hat, dafür ist sie wahnsinnig experimentell, finde ich. Klar, es ist immer noch relativ erfolgreich, aber verglichen mit dem, was normalerweise Mainstream ist, muss man immer wieder sagen, wenn das Mainstream wäre oder ausschließlich Mainstream wäre, dann wäre der Mainstream ganz angenehm. Ja, ich höre ja dann immer gleich Stockhausen, weißt du, so in die andere Richtung. Deswegen ist das mit dem Experiment immer so eine Sache. Okay, aber dann hört ihr mal die Ambient-Sachen an, die von Moderat, die würden dir dann vielleicht auch besser gefallen. Die sind fast. Die findet nämlich Stockhausen auch ganz toll, hat er vor kurzem auf seinem Twitter-Account gesagt. Geht nicht. Gesagt. Vielleicht der Sohn von ihm und der macht das jetzt. Das war der Alte. wir kommen nicht überein, muss aber auch gar nicht sein, es ist doch nur Musik, heißt es ja deswegen auch. Also das neue Album von Moderat, ich finde es toll, aber wenn man, wie du schon sagst, Elektropop nicht so mag, kann man natürlich auch
echt Schwierigkeiten damit bekommen. Ich habe keine Schwierigkeiten damit. Naja, aber also Schwierigkeiten im Sinne von, dass man es holt mich nicht ab. Es holt dich nicht ab. Aber hier ist, also wie gesagt, vor 2 Wochen war ich in Berlin, halb Berlin ist damit zugepflastert und ich finde das Bild schon sehr auffällig. Hier kriegt man jetzt nichts mit, oder? Von denen. Doch, also ich habe es hier noch nirgends gesehen. Und im Netz ist es auch sehr, sehr, sehr stark vertreten. Doch, also, naja gut, also Berlin sind halt mehr Poster und es ist natürlich auch eine Berliner Band, das kommt irgendwie auch noch ein bisschen hinzu, aber da werden, ich glaube, hast du in Hannover überhaupt schon mal viele Plakate für Schallplatten gesehen? Also das fällt da gibt es so eine Unterführung am Schönburger Landstraße. Also das fällt mir tatsächlich auf, in Berlin sieht man sowas ab und zu mal, in Hannover eher selten, insofern ist das, und in, ich glaube in New York hat man es auch gesehen. Ist ja auch eine größere Stadt Berlin, von daher mehr Klebefläche und so erklärt sich. Und mehr Baustellen. Ja, auch. Ja. Ja. Absolut, ja. Also, wie gesagt, in Berlin und New York ein großes Thema, in Hannover finden Sie es nicht überall, aber beim Plattenhändler Ihres Vertrauens können Sie es finden. Das ist das neue Album von Moderator und es heißt 3.